jetzt aber schnell die Leichen in die Büsche schaffen. Ja, dann erzähl du mir doch mal bitte, wie das Passwort ist. Du gibst mir jetzt das PC-Passwort und dir werden Schmerzen erspart bleiben. Okay, okay, schon gut. Chase Gell benötigt für die Entwicklung des Virus eine fortschrittliche KI. Und aus diesem Grund werden wir in einer hoffentlich verdeckten Operation die Leiterin der KI-Abteilung Christina Cromwell finden und befragen. Was wissen Sie über diese KI? Um die Kontrolle über einen Sektor der Drohnen zu übernehmen, muss die KI das Steuerprogramm der Drohnen kapern. Die KI ist das Herzstück unseres Campus auf Darkwood Island. Der Campus überblickt den St. Patrick Lake. Wie sieht es mit der Präsenz von Sentinel auf der Insel aus? Übel. Viele Soldaten, starke Überwachung. Okay. Also wie komme ich an diese KI? Finden Sie Christina Cromwell. Als unsere leitende Computerwissenschaftlerin Grace Maddox sich widersetzte, hat Cromwell die KI-Abteilung übernommen. Maddox ist brillant. Aber Cromwell kennt die KI in- und auswendig. Wenn wir Glück haben, weiß sie, wie wir sie bekommen. Ganz genau so habe ich mir das gedacht. Und während wir, also Vasili, Fury, Fixit und ich, zu diesem Ort aufbrechen, könnt ihr mir gerne ein Abo dalassen und ein Däumchen nach oben geben. Und wir sehen uns gleich. Der Scale Foundation Campus. Hier soll sich Christina Cromwell aufhalten. Aber so wie es aussieht, müssen wir erst ihre Kollegen befragen, die wohl wissen sollen, wo sie ist. Wer genau sind ihre Kollegen? Ich würde einfach mal Okay, wir haben Frau Cromwell gefunden. Durch die Wand. Alles klar, gut, dann kann es ja jetzt weitergehen. Vor einer Glasfront landen ist nicht unbedingt die beste Idee eigentlich. Toll, das werden wir doch nass. Gefährlich. Lassen Sie mich in Ruhe. Ganz ruhig. Kein Grund zur Sorge. Haben Sie eine Idee, wie ich an diesen Ort komme? Hier sollten Sie fündig werden. Danke. Vielen Dank. Hoffen wir mal, dass die sich jetzt nicht gleich plötzlich umdrehen. Hoffentlich sind da keine Scharfschützen dergleichen. Ich bin perfekt getarnt in diesem Busch. Vorne ist leider keine Tarnung mehr. Aber da vorne ist auch der Eingang. Eine Heidenangst vor uns haben. Also zeig dich von deiner besten Seite, so wie die angestellt. Haha, das hat ja super funktioniert. Guten Tag, auf welcher Etage befindet sich? Bitte, verschwinden Sie jetzt. Dann halt nicht. Schlechteste Rezeptionistin der Welt. Nein. Oh nein, hier gibt's automatische Geschütztürme. Oh shit! Ich auch. Schnubi. Niemand wäre so dumm, sich hier zu verstecken. Was? Ich verstecke mich nicht, ich trage hier deinen Kameraden rum. Anderen noch wegschaffen, bevor er entdeckt wird. Da ist er! Das war knapp. Also bis jetzt verläuft die Mission perfekt. Wir wurden nicht entdeckt. Niemand hat auch nur Verdacht geschöpft. Einfach super.
So, jetzt wird's wieder gefährlich. Denn da drüben? Gib mir doch mal eine Richtungsangabe. Norden, Süden, Westen, Osten, das ist doch nicht so schwer. Scromwell ist noch 1, 2 oben drüber. Tatsächlich nicht bewacht? Okay, cool. Dr. Christina Cromwell? Mein Name ist Nomad. Ich bin ein Soldat aus einem der Helikopter, die über Aurora abgestürzt sind. Ich arbeite mit Jay Skell. Das heißt, er lebt? Wow. Ich meine, Ayanna Puris Verlautbarungen sind gruselig. Wie geht es ihm? Nun, wir versuchen, Zivilisten sicher aus Aurora rauszuschaffen. Aber wir brauchen ihre Hilfe. Aber diese Insel. Der Ex-Polizist, der für Sentinel arbeitet, Ian Blake. Er hat die Insel stärker abgesperrt als, naja, die Überwachungsdrohnen, die uns beschützen sollten. Die halten uns jetzt gefangen. Es gibt einen großen Unterschied zwischen Überwachung aus Sicherheitsgründen und einer totalitären Rundumüberwachung. Ja, ja. Da kann ich nicht widersprechen. Sehen Sie, Jace glaubt, er könnte genug Drohnen ausschalten, dass wir ein paar Leute von Aurora wegbringen und Hilfe holen können. Und er will die KI. Bingo. Das Sicherheitsteam hat vor einigen Monaten eine Systembeurteilung durchgeführt. Wenn sie den Bericht finden, hätte ich eine Anleitung, wie ich die KI hacken kann. Sind die Schwachstellen nicht längst beseitigt? Nein, nein, das glaube ich nicht. Das ist der modernste Ort der Welt, aber die Mühlen der Bürokratie malen so langsam wie überall sonst. Versuchen Sie es in der Archimedes-Halle, dem Datenzentrum. Dort sollten Sie den Bericht finden. Na, es wäre ja auch zu einfach gewesen. Wenn es das jetzt schon gewesen wäre. Die Archimedes-Halle, irgendwo da hinten. Nordwestlich unserer aktuellen Position. Hier geht's nicht raus. Schöner Vortragssaal. So, jetzt wird's nochmal spannend. Hier ist ein anderer Eingang. Oh, weil, da vorne liegt was. Das ist eine Waffe. Diese Drohne. Und was ist es für eine Drohne? Hier, Incubus. Oh mein Gott. Das sind sehr viele. Ich glaube, es ist mal wieder Zeit für die Sonarsicht. Alles klar, hier ist relativ sauber. Okay. Yeah, geil, eine AK-12. Nicht, dass wir sie benutzen würden, aber es ist cool, so eine zu haben. Wir müssen auf die andere Seite. Das Wasser dazwischen. Ah, dann gehen wir mal wieder eine Runde schwimmen. Ihr habt alle nichts gesehen. Da vorne ist noch eine Kiste. Und hopp. Ein Funker. Den sollten wir ausschalten. Noch drei andere Wachen.
Oder wir lassen ihn einfach in Ruhe. Das können wir natürlich auch machen. Ich meine, solange wir nicht entdeckt werden, ist der Funker ja keine großartige Bedrohung. Keine Wachen hier. Drin scheinbar auch nicht. Aber ein Heavy, der draußen rumspaziert. Oh. Raketenschütze, okay, das ist nicht so schlimm. Noch einer. Keine Scharfschützen, das ist sehr gut. Kann ich mich hier im Busch verstecken? Im Rosenbusch? Ja, sehr schön. Oh je. Gleich vier Leute. Jetzt aber schnell die Leichen in die Büsche schaffen. Oh, da hinten kommt der Heavy. Der Minigunner. Oh, die kommen, die kommen, die kommen. Schneller. Oh Gott, schon wieder zwei. Oh, na toll. Na toll. Na toll. Ganz großes Kino. Ich glaube, der Push hilft mir hier nicht viel. Oh nein, Alter, nein. Nein! Wie wär's mit Feuer? Feuer! Stirb, Funke! Stirb! Letzter Funke erneut weg. Bitte letzte Anfrage wiederholen. Ah! Getroffen! Ah. Der erste Tod in diesem Let's Play. Wie viele Folgen haben wir es durchgehalten? 11. Naja, 10,5. Oh, wie ärgerlich. Wie ärgerlich. Naja, dann das Ganze noch einmal. Und ab geht's. So wie es aussieht. Hier vorne wieder die Leichen. Hier kann ich eigentlich liegen lassen, weil den Minigunner kann ich sowieso nicht bewegen, weil er zu schwer ist. Von daher ist es witzlos, die anderen Leichen zu beseitigen. Okay. Bam, direkt in den Rosenbusch. So, Nachsicht sagt, Wachen im Anmarsch. Was zum Hallo? Nicht schlecht, was? Doch, doch, eigentlich schon. Ich werde am liebsten die ganzen Wachen drumherum schon mal ausschalten. Damit
mir um die keine Sorgen mehr machen muss. Um mein Glück steht jetzt noch irgendwo einer da drin. So verstanden. Position halten. Achtung, Feuer! So, wo haben wir hier? Da. Neuer Hinweis. Transkripts des Verhörs. Aber wisst ihr was? Ich habe gemerkt, viele von euch schalten weg, wenn ich die Sachen vorlese. Deshalb könnt ihr, wenn ihr möchtet, gerne selbst Pause drücken und es selbst lesen. Aber hier geht's weiter mit Gameplay. Licht hier, ne? Das ist. Müssen wir das? Oh shit. Es wurde eine Leiche gefunden. Das ist nicht so cool. Und ich habe den Generator nicht ausgeschaltet. Na toll. Sehr gut. Den brauchen wir. Könnten. Oh mein Gott, da sind sie. Einige. Feuer, 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 Feuer! Schießen! Und weiter geht's. Aller guten Dinge sind bekanntlich drei. Wir waren zwar eben nur am Boden, aber unsere tollen, schlauen KI-Kameraden haben es einfach nicht geschafft, zu mir zu kommen, um mich wiederzubeleben. Die haben manchmal einfach solche Aussetzer. Okay. Tödliche Schuss in den Fuß. Erstmal Generator deaktivieren. Nichts mehr autonome Geschütztürme. Wir benötigen immer noch das Passwort für den Computer. Eine Wache hier, das ist gut. Weil da drin läuft zumindest ein Commander rum. Hier steht auch noch eine. Da läuft eine normale Wache. Und hier wieder diese beiden. Bin unterwegs, Boss. Boss. Warum haben die... Hä? Ah, hat ein bisschen gedauert, okay.
So. Was sagt die Sonarsicht? Sonarsicht sagt, Achtung, Haufen Wachen. So, dann erzähl du mir doch mal bitte, wie das Passwort ist. Überraschung, Arschloch. Du gibst mir jetzt das PC-Passwort und dir werden Schmerzen erspart bleiben. Okay, okay, schon gut. Hier ist mein Passwort. Vielen Dank. Kann ich den jetzt ins Wasser werfen? Nö, schade. Naja, so geht's. Gut, wir haben das PC-Passwort. Wir sollten nach Aufklärungsdaten Ausschau halten. Ja. Eins nach dem anderen. Hoffen wir mal nicht. Easy. Sehr gut. So, Pause drücken, lesen. Weiter geht's. Dadurch verpasse ich natürlich auch einen Haufen von der Story. Aber ich habe es ja schon ein paar Mal durchgespielt. Mit Lesen. So, war das alles? Nein, eine Sache gibt's noch da oben. Das war knapp. Naja, das würde ich so nicht unterschreiben, dass da niemand ist. Ich glaube, zukünftig werde ich die Infos... Wobei, doch, kann die Infos ja nicht einfach links liegen lassen, weil man muss ja M drücken, damit es weitergeht. Läuft unten drunter. Ja. Zumindest für dich. Also wieder zurück zu Miss Cromwell. So, wieder auf die andere Seite schwimmen und durchs Treppenhaus hoch. So gerne mit dem Kopf Sprung da reinspringen. Im Körper. Und da wurde eine Leiche gefunden. Das kann aber tatsächlich ein Vorteil sein hier. Denn... wenn die jetzt darüber rennen, dann haben wir hier einen Leck. Hasse das. So, was ich sagen wollte war, wenn die alle auf die andere Wasserseite rennen, haben wir hier natürlich nur noch wenige Wachen. Ach, da hinten ist die Treppe. Dran vorbeigerannt. Sammeln. Jo, Christina. Sieht aus, als wäre ein früherer Hackversuch vom Sicherheitsnetzwerk gestoppt worden. Die Cybersecurity war und ist nicht mein Ding, aber ich meine ja. Wir sollten in der Lage sein, das Netzwerk auszuschalten. Heißt das, wir müssen noch mehr Computer hacken? Für mich ja. Für Sie heißt es mehr schießen und Sachen in die Luft jagen. Das ist okay für mich. Alles klar, das Sicherheitsnetzwerk ist von einer Verbindung zur Hauptinsel abhängig. Norman muss einen Köder-Proxy. Okay, theoretisch könnte ich die KI runterladen, wenn sie einen Dongle in das System im Kommunikationszentrum stecken. Aber ich meine, er ist nicht dumm. Blake nutzt unser Sicherheitsnetzwerk. Können wir das Netzwerk abschalten? Es muss ja nur so lange ausbleiben, wie der Upload dauert. Ja, schon. Wenn wir die Gipfelantenne ausschalten, würde das Netzwerk auf Darkwood Island verlangsamt. Das verschafft ihnen Zeit. Aber die Kabel, die sind in dieser Höhle an der Küste. Wenn sie die kappen, könnte ich die KI runterladen. Warten Sie hier. Ich erledige das. Wow, Sie sind echt selbstbewusst. Wir treffen uns an dem markierten Ort auf Ihrer Karte. Viel Glück. Da kommt ja noch einiges an Arbeit auf uns zu. Aber für heute ist erstmal Schluss. Wir haben es geschafft.
Und bitte, 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 gebt mir doch ein Mitleidsabo für diese vielen fehlgeschlagenen Versuche. Und ja, und aber auch wenn nicht, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, meine Freunde. Gebt ein Däumchen nach oben. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Wir sehen uns.